Welche Vitamine und Mineralien darf man nicht zusammen einnehmen? Ich werde mich hier also im Wesentlichen auf die Informationen von drei Webseiten beziehen und deren Inhalte vortragen. Die Adressen der Webseiten werde ich in die Beschreibung packen und eines vorab kann ich schon mal sagen. Also in Bezug auf Vitamin B1 und Magnesium gibt es Unstimmigkeiten. Da sagt die eine Seite, dass es miteinander synergetisch wirkt, sprich, dass sie sich gegenseitig in der Wirkung verstärken und die andere Seite sagt genau das Gegenteil. Und es gibt noch weitere kleine Unstimmigkeiten zwischen den Seiten, die werde ich aber außen vor lassen und ich werde hier nur die Gemeinsamkeiten vortragen. Also dann fangen wir mal an. Das Vitamin A, D3 und E ist eine schlechte Kombination, weil das Vitamin A um 30% die Aufnahmefähigkeit von Vitamin D3 senken kann und das Vitamin E kann die Aufnahmefähigkeit von Vitamin D3 also zwischen 15 bis 17% senken. Eine andere schlechte Kombination wäre Vitamin C plus Selenium, weil das Vitamin C kann das Selenium zerstören und das Selenium wiederum kann die Wirkung von Vitamin C abschwächen. Folsäure, also Vitamin B9 und Zink sollten auch nicht miteinander aufgenommen werden, weil die Folsäure die Aufnahme vom Zink verhindern kann. Es sollte auch nicht mit Vitamin B6 und B12 aufgenommen werden, weil also B6 und B12 erhöhen den Bedarf von Vitamin B9, also der Folsäure, und umgekehrt. Vitamin B12 hier sollte nicht mit Vitamin C aufgenommen werden, weil das Vitamin C die Aufnahmefähigkeit von Vitamin B12 senkt und es sollte auch kein Vitamin B1 und Kupfer vorhanden sein, weil es nochmal, also die Aufnahmefähigkeit von Vitamin B12 nochmal verstärkt mindert. Und Vitamin B1 sollte nicht mit B6 aufgenommen werden, weil Vitamin B6 die Biosynthese von Vitamin B1 stört und Eisen, Magnesium, Kupfer und Zink stehen entweder in direkter oder indirekter Resorptionskonkurrenz. Also das heißt, sie konkurrieren bei der Aufnahmefähigkeit in den Körper. Das Vitamin B2 sollte nicht mit Kalzium kombiniert werden, weil das Kalzium die Aufnahmefähigkeit von Vitamin B2 vermindern kann. Ich kann das jetzt die ganze Zeit so weitermachen, aber ich erspare es euch. Und ich packe einfach die Kombinationstabelle in die Beschreibung. Dort könnt ihr nochmal in Ruhe selbst nochmal nachlesen. Und anhand der Informationen, die ich jetzt habe, würde ich mal sagen, dass Multivitaminpräparate nicht sinnvoll sind. Und es wäre besser, wenn man auf Monopräparate zurückgreifen würde und die Inhaltsstoffe so kombinieren würde, dass sie miteinander synergetisch wirken. Also so eine gute Kombination wäre zum Beispiel Magnesium und Vitamin D3 plus K2 und noch ein paar andere. Dazu werde ich nochmal ein separates Video machen. Und ja, also die Schlussfolgerung, Multivitaminpräparate sind nicht sinnvoll. Ich würde lieber auf Monopräparate zurückgreifen und diese so kombinieren, dass sie miteinander synergetisch wirken. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video helfen. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne in den Kommentarbereich. Bis dann, Leute. Tschüss.